sind jetzt sicherlich nicht zufrieden, wie es so gelaufen ist in der Saison. Oder haben Sie es befürchtet, dass Sie hinten drin stehen? Ja, für uns war es von Anfang an klar, dass wir im hinteren Bereich wohl sind, weil wir sehr viele neue Spieler dazu bekamen. Wir hoffen natürlich, dass wir die Klasse erhalten können, weil dann jetzt gewachsene Jahrgänge nachkommen und dann die Chancen für eine gute Runde zu spielen besser sind. Wie hoch sehen Sie die Chancen, dass Sie es noch packen? Sie sind ja doch 4 Punkte jetzt hinterm Nicht-Abstiegsplatz, hinter Pforzheim. Ja, wir müssen halt heute gewinnen, dann sind es noch 1 Punkt auf Pforzheim. Da müssen wir mal gucken, was die anderen Vereine spielen heute. Und vielleicht kommt es dann auf das letzte Spiel für uns drauf an in Karlsruhe. Und wenn wir da gewinnen, denke ich, haben wir vielleicht den Klassenerhalt erreicht, weil man weiß ja nicht, wie viele Mannschaften von der Bundesliga absteigen. Waldhof, Hoffenheim, die spielen ja auch heute. Und wir hoffen natürlich, dass keiner absteigt. Und bei Karlsruhe 2 weiß man auch nicht. Man hat gehört, dass die eventuell die Mannschaft zurückziehen. Das wäre natürlich für uns nicht schlecht. Ja, dann sind wenige Abstiegsplätze da. Genau. Ja, Dennis Kutt, heute das Spiel hier in Sandhausen, dem Tabellenletzten. Sie sind noch vor den Abstiegsrängen. Wie wollen Sie heute das Spiel gewinnen? Was haben Sie vor? Also wir haben uns natürlich hier einiges vorgenommen. Wir wollen den Abstand halten, wir wollen den Klassenerhalt heute eigentlich schon sichern und schauen, wie die anderen spielen. Aber natürlich erstmal auf uns schauen. Wir haben die Mannschaft top motiviert, jeder ist voll mit dabei. Obwohl wir einige Ausfälle haben, ist das eigentlich für uns kein Problem, weil wir kompensieren das durch die anderen Spieler, die sind alle sehr heiß drauf. Und wir hoffen heute, dass wir halt hier ein gutes Spiel zeigen können und dann auch verdient als Sieger vom Platz gehen. Wie sind Sie zufrieden mit der Saison? Sie stehen ja schon ein bisschen weiter hinten drin, aber haben Sie damit gerechnet, dass Sie mit dem Abstiegskampf was zu tun haben? Ja, also wir haben von Anfang an gesagt, eigentlich das Ziel ist der Klassenerhalt. Wir wussten von Anfang an, wir werden hinten drin stehen. Wir haben eigentlich am Anfang gedacht, 22 Punkte würden reichen. Jetzt haben wir schon mehr als 22, jetzt haben wir 25. Uns ist immer noch knapp in dieser Liga, weil dieses Jahr ist schon, muss man sagen, ziemlich durchgewürfelt. Hätte man nicht gedacht, dass es jeder noch absteigen kann hier. Aber wir sind eigentlich relativ zufrieden mit dem Resultat. Wenn wir heute einen Sieg einfahren, dann bin ich davon überzeugt, dass wir den Klassenerhalt schaffen und somit unser Saisonziel erreichen. Wie viele Spieler sind bei Ihnen verletzt oder fallen aus? Also wir haben jetzt mindestens 4 Langzeitverletzte und 3 weitere fallen auch noch aus. Also wir können schon sagen, dass 7 Spieler jetzt über die Saison hinaus ausgefallen sind. Und es ist halt schon sehr schade für diese Spieler, weil viele sind schon in der Rückrunde ausgefallen und die werden das ganze Jahr nicht mehr spielen können, weil es halt manche sind mit Kreuzbandriss, andere haben muskuläre Probleme und es ist halt schon schade für diese Spieler. Und Sie denken aber, dass Sie das kompensieren können heute? Ja, natürlich. Also wir haben ein breites Spektrum im Kader, wir haben auch ziemlich viele sehr gute Spieler und die auf der Bank sind eigentlich auch keine Schwächung, sondern wir sehen das eher noch als Verstärkung, weil die natürlich jetzt eine riesen Motivation haben, dass sie von Anfang an spielen können und auch hier einiges reißen können. Auf weg! Auf geht's! Oh!
reicht, was? Yeah!
Ja, Herr Demir, heute 2-1 jetzt gewonnen, am Ende nochmal knapp gewesen, dass der Sieg eingefahren wird. Wie zufrieden mit dem Spiel? Ja, ich finde, wir haben kämpferisch sehr gut gespielt. Pforzheim war eine starke Mannschaft, ein stärker Gegner. Aber ich denke, am Ende haben wir verdient gewonnen. Und wie groß war die Erleichterung, als dann 2-1 gefallen ist? War sehr groß, wenn man in der letzten Minute das 2-1 schießt und am Anfang noch führt, dann 1-1 und dann 2-1. Das ist auf jeden Fall ein geiles Gefühl. Und ich denke, zum Schluss ist es verdient. Dementsprechend groß war aber auch der Schock beim Ausgleich dann, oder? Ja, gut, aber ich denke, wir haben dann nach dem Ausgleich haben wir nochmal ruhig gespielt und dann zu Recht auf die Chance gewartet und gleich bekommen und gleich ausgenutzt. Hätte man vielleicht in der ersten Halbzeit das Spiel schon klar machen können? Ja, wir hatten 300-400%ige Chancen, aber sie wollten nicht rein. Ich denke, zum Schluss aber haben wir es wieder verdient. Herr Michael Erde, der goldene Torschütze. Ihr Mannschaftskollege hat gerade schon gesagt, dass die Erleichterung riesig war, als dann das Tor doch noch gefallen ist. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja, wir haben eigentlich am Anfang sehr gut gekämpft. Danach haben wir wieder nachgelassen. Das Tor kam halt unglücklich und dann haben wir trotzdem weiter gekämpft. Und die 3 Punkte waren uns sehr wichtig. Ich hoffe, dass wir nächste Woche so weitermachen und ich hoffe, dass wir den Klassenerhalt packen. Warum hat man jetzt in der zweiten Halbzeit von Ihrer Mannschaft relativ wenig nach vorne gesehen und erst nach dem Gegentor praktisch, dass dann auf einmal nochmal der Wille da war, das Tor noch zu schießen? Ja, das war eigentlich, wir haben 1-0 geführt und wir wollten die Führung halten. Dann könnten wir nichts nach vorne so gut machen und wir wollten den 1-0-Sieg haben und unglückliches Tor und haben weitergekämpft. Dann hieß es nochmal Vollgas geben. Genau. Wie zuversichtlich sind Sie jetzt, dass Sie den Klassenerhalt schaffen? Wir geben nächste Woche mehr als 100% und ich denke, dass wir es auch packen werden. Und ich hoffe, dass wir es halt packen. Sieg für Ihre Mannschaft jetzt in der letzten Minute praktisch noch das 2-1. Wie groß ist jetzt die Freude über den Sieg und wie sehr hilft der Sieg weiter? Ja, wir haben alles gesetzt aufs letzte Spiel. Ja, wir wollten jetzt halt eine Siegesserie fortführen. Die ersten 3 Punkte haben wir mal im letzten Spiel geholt gehabt und haben jetzt zum zweiten Mal einen Sieg nachlegen können. In der Saison noch nicht so oft passiert. Jetzt möchten wir natürlich in Karlsruhe den dritten hinterherlegen und dann den Klassenerhalt sichern. Wie froh sind Sie, dass Ihre Mannschaft nochmal einen drauflegen konnte, nachdem der Rückschlag ja das 1-1 doch vielleicht kurz gesessen ist? Ja, es war unglaublich. Es war wie ein Knockout, aber wir haben uns kurz geschüttelt und haben uns dann im richtigen Moment nochmal zurückgemeldet und dann den Siegtreffer gesetzt. Und ja, da ist die Erleichterung riesig natürlich. Jetzt hat Ihre Mannschaft in der zweiten Halbzeit eher auf Ergebnis halten gespielt. Hätte man vielleicht in der ersten Halbzeit schon noch einen nachlegen müssen? Ja, wer das Spiel gesehen hat, und ich hoffe, das ist im Netz überall zu sehen, der sieht natürlich, dass wir hier in der ersten Halbzeit die Tore setzen müssen und dann 2-3-0 sogar in Führung und dann die nötige Ruhe dadurch bekommen, aber ja, mit dem Ergebnis jetzt so kann ich auch leben und bin auch zufrieden damit. Okay, Ihre Mannschaft hat jetzt 2-1 verloren, erst der große Jubel über das 1-1 und dann leider direkt noch den Gegentreffer zum 1-2. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja, erste Halbzeit können wir froh sein, dass wir nicht höher zurückliegen. Da war Sandhausen klar besser, sind die Zweikämpfe rein, hatten Tempo drin, haben den Ball laufen lassen, waren zu zurückhaltend. Zweite Halbzeit haben wir so gespielt, so wie wir es eigentlich vorhatten. In der zweiten Halbzeit war es auch gut. Ich denke, irgendwann kam der Ausgleich auch verdient zustande. Und ja, dann kassieren wir halt wie in den letzten oder wie in vielen Spielen nach der 88. Minute wieder ein Tor, liegen im Rückstand, da ist wieder die Chance zum 2-2. Wenn die dann nicht reinmachst, dann verliert es. Aber nochmal sehr gut pariert vom Torhüter auch, muss man sagen. Muss man auch sagen. Also die Sandhausener haben gekämpft, gearbeitet, die haben gefightet. Am Ende haben sie es auch verdient. Und wie sehen Sie die erste Halbzeit? Da war Ihr Team leicht unterlegen. Warum hat es da nicht so geklappt? Weiß nicht. Vielleicht hat mein Mannschaftsding Angst gehabt und war zu zurückhaltend. Ist nicht in die Zweikämpfe rein. Wie gesagt schon, wir wollten, wie wir in der zweiten Halbzeit agiert haben, so wollten wir auch agieren. In der ersten Halbzeit haben wir reagiert. Und das war halt Ding. Und in der ersten Halbzeit haben wir auch das Spiel heute hier verloren. Jetzt sind Sie auch ein bisschen abhängig davon, wie die Mannschaften hinter Ihnen noch gespielt haben. Wie zuversichtlich sind Sie dennoch, den Klassenerhalt zu schaffen? Ja, wir müssen nächste Woche gewinnen und ja,
Hoffnung stirbt zuletzt. NBW. Energie braucht Impulse.